Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. Heute müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen was zu essen mitnehmen, denn die Notration, Moin Virginia, grüß dich. Im Inventar werden langsam ein bisschen weniger. Na, alles klar? Jo, mach erstmal deinen Morgenspaziergang am Nachmittag und vielleicht sehen wir auch noch Kelvin. Na gut, wir machen mal, bevor wir gleich richtig loslegen, eine kleine Runde. Ach ne, seht ihr, den hatte ich schon rausgewackelt, genau. Da hattet ihr in der vorletzten Folge geschrieben, da hatte ich hier die verkehrt rum, aber ich habe die ja dann, na, die hätten da reingemusst, aber den mittleren hatte ich ja trotzdem rausbekommen. Von daher ist das in Ordnung. So, dann da hinten habt ihr gesagt, dass ich da die in der Mitte, die Pfeiler, kann ich rauswackeln, das weiß ich. Aber die sollen da bleiben. Das ist in dem Fall so gedacht. Also ich muss nicht immer an jedem Bauwerk, jeden Holzstamm oder Baumstamm rauswackeln, bei dem es gehen würde. Deswegen habe ich die in der Mitte so gelassen. Das soll so sein. Das ist diesmal so gedacht. Ey. Was ist denn das schon wieder? Wo ist er? Oh. So, genau. Also, ne? Das ist so gedacht, dass die hier bleiben. Das hatten wir an anderer Stelle schon gemacht. Da hinten oben beim Balkon, da ist es so, ja, ich weiß das schon, aber das soll in dem Fall einfach so sein. So, deswegen nicht immer gleich in die Tasten hauen, wenn er denkt, na, da kannst du noch fünf rauswackeln, mach das. Ja, muss nicht immer sein. So, und hier, weiß ich nicht, ob ich hier noch was rauswackeln kann, aber hier hätte ich tatsächlich eher so gehabt, dass ich eigentlich auch hier unten die Querstücke noch drin gehabt oder drin gelassen hätte. Aber das reicht trotzdem so. Ne? Auch wenn ich hier vielleicht noch was rauswackeln kann, keine Ahnung. Aber ich muss ja nicht immer, nur weil es geht, muss ich ja nicht alles rauswackeln, was möglich wäre. Deswegen, so wie es gerade dasteht, ist das auch so gedacht. Ne? Deswegen da ruhig mal Rücksicht nehmen auf meine künstlerische, architektonische Freiheit, die ich mir dann rausnehme. Ja. So, was machen wir heute? Wir haben ja noch ein paar Baumstämme. Ich habe schon überlegt, ein bisschen was gefällt haben wir schon. Da sind noch viele, also wir können da locker nochmal fast, ne, bestimmt das Doppelte, Dreifache nochmal wegnehmen. Weiß nicht, ob wir das jetzt heute machen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke auch, das reicht vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen mit dem Rumbauen. Und auf Anhieb fällt mir gerade auch, das könnte man auch direkt als Aufstieg nehmen, auch nichts mehr. Gerade aktuell, ne, spontan, nichts ein, was wir nochmal eben fix bauen können. Ich weiß nicht, ob Kelvin da drüben, hatte ich dem nicht gesagt, der soll weiterbauen? Ich weiß gar nicht mehr, wie es am Ende der letzten Folge war, ehrlich gesagt. Kelvin, huhu, wo bist denn du? Da könnte der weiterbauen in der Zeit, in der wir... Ach doch, da ist er. Warte, Kelvin, ich komme runter. So, wenn ich jetzt unten schon den Steg gebaut habe, dann nehmen wir den auch mal. Da bist du. Komm mal mit. Du darfst hier drüben unsere wundervollen Pflanzkästen weiterbauen. Naja, fast die Hälfte hat er. Nein, nicht ganz. Es fehlt schon noch eher so ein Drittel. Na doch. Ja, irgendwas zwischen dem Drittel und der Hälfte hat er. Fertig. So, komm noch mal ein Stück hier rüber. Genau, wunderbar, das passt. Und dann baue Konstruktion abschließen. Genau. 342 Stöcke brauchst du noch, nur damit du schon mal Bescheid weißt. Ja, sehr gut. So, da könnten wir doch eigentlich hier vorne auch noch mal Fackeln dran bauen. Ah, fällt mir gerade ein. Ja, so ein bisschen mittig da irgendwo. So, passt das doch. Finde ich schön. Ne, ich hätte gern, ja, irgendwas hier, vielleicht so eine Steinmauer, aber wie gesagt, das geht leider nicht. Noch nicht, mal schauen. Nächster Patch, knapp
ein bisschen über eine Woche müsste es noch sein. Hat sie uns jetzt. Oh. Hier irgendwo was hingelegt? Nee, ne? Ich bin hier gerade gut drüber gesprungen. Ohne dass ich es kaputt gemacht habe. Ha! Jawohl. Nee, und da drüben, da hattet ihr mir geschrieben. Das ist manchmal, wenn ihr bei einem Video was eine Stunde lang schreibt und ihr meint nur eine Szene von wenigen Sekunden im Video und das steht aber nicht dabei und dann steht da sowas wie, naja, an der Stelle hättest du das so und so machen können oder nee, da steht nicht mal die Stelle, sondern einfach nur sowas wie, ja, da kannst du noch einen rauswackeln. Ja, danke. Ich weiß, bei einem Video, was eine Stunde oder länger geht, nicht bei einem Kommentar, wenn da steht, da kannst du noch das machen, welche Stelle ihr meint. Ihr müsst dann zwingend im Video angeben, welche Stelle, mit Minuten und Sekunden am besten, dass ich dann auch rausfinde, was da gemeint ist. Das ist manchmal so ein bisschen, wo ich mir denke, ich gehe da nicht nochmal durchs ganze Video und gucke mir raus, was eventuell gemeint sein könnte. Gerade wenn das, ich glaube in der einen Folge war das auch, wo ich an drei verschiedenen Dingen dann gearbeitet hatte oder hier und dann da hinten, da weiß ich dann einfach manchmal nicht, was gemeint ist. Das ist nicht böse gemeint, aber von mir jetzt, sondern einfach nur ruhig das dazu schreiben, welche Stelle das dann ist, sonst kriege ich das ja einfach nicht raus. Und ich weiß auch, wenn ich mal so zwei, drei Folgen am Stück aufnehme, ich weiß nach der Aufnahme von den drei Folgen zum Beispiel nicht mehr großartig, was in der ersten davon passiert ist. Man quatscht die ganze Zeit so viel Kram, damit es nicht so still ist im Video. Gerade das verhindert das manchmal so ein bisschen, dass man dann auch einfach weiß, was passiert ist in den vorangegangenen Folgen. Das ist einfach so. Ja? Ich kann mir auch, wenn ich von anderen zum Beispiel die Videos angucke, auch über mehreren Folgen merken, was die da gemacht haben. Aber bei mir selber, das funktioniert nicht. Keine Chance. Gerade durch das Quatschen geht das so schnell verloren. So, jetzt habe ich mir da die Einflugschneise so ein bisschen weggebaut. So, komm, wir heben ab. Wir machen mal einen kleinen Flug. Wir hatten doch neulich, als wir vom Strand gekommen sind, und jetzt fliegen wir auch richtig, in die richtige Richtung, denn ich dachte ja, genau, die Karte, die ihr mir geschickt habt, die leere, die ich jetzt ja schon eine Weile habe, die füllen wir später mal zusammen aus. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe da die Tage mit angefangen und habe wahrscheinlich auch ans meiste gedacht und dachte mir dann aber, nee, komm, die können wir ruhig mal zusammen in dem Stream dann oder so ausfüllen. Also am Wochenende gern wieder Baustream. Das Problem wird wahrscheinlich sein, müssen wir mal gucken, wie es jetzt im Spiel mit den Tagen voranschreitet, dass dann vielleicht schon kein Winter mehr ist. Könnte sein. Also, wenn wir vielleicht Freitag den Stream machen, dann müsste noch Winter sein im Spiel. Samstag könnte noch und falls Sonntag eher nicht. So, und ich dachte ja auch beim letzten Mal, da sind wir doch direkt da nach links geflogen. Ne? Das war aber nicht, das war nicht die Strandhöhle, sondern das da hinten ist die Strandhöhle. Und auf der Map sieht man halt auch schön, also ne, alleine, dass wir jetzt hier schon rumfliegen, kann man sich das jetzt schon deutlich besser vorstellen. Aber halt, auch hier hast du jetzt so ohne weiteres nicht unbedingt die Nord-Süd-Ausrichtung. Aber wir fliegen jetzt zum Beispiel gerade Richtung Norden. Denn dort, wo die Sonne aufgeht, rechts von uns ist das immer, von uns aus gesehen, hinterm Berg, da ist ja dann Osten. Und das ist im Spiel auch so, Osten geht die Sonne auf, Süden und Westen dann irgendwann so ein bisschen unter. Also wenn du hier im Norden, im nördlichen Teil einen Schatten baust, dann hast du eher am wenigsten Sonne, wobei die schon recht hoch steht, also da kommt auch genug hin. Na gut, ich wollte mich ja so ein bisschen in der Gegend, genau, da hinten ist dann der Golfplatz, da ist die Strandhöhle und dazwischen kommt dann auch nochmal so eine Bucht. So eine kleine, da waren wir auch schon ein paar Mal, sind wir mal zu Fuß runter und vom Golfplatz aus haben wir die auch schon ein paar Mal gesehen. Und hier links, das da müsste doch, das ist doch der See mit der anderen Hütte. Genau, hier vor ist so eine große freie Fläche, eine von den vielen, da hinten ist eine andere. Und da meinte ich, dass wir von der Strandhöhle aus, hier so den Bereich, als wir das letzte Mal zurückgelaufen sind, den Bereich hier unter uns noch nicht wirklich erkundet haben.
Wir sind immer außenrum lang oder halt zur Strandhöhle hin und dann direkt hier, direkt über den Fluss wieder zurück. Und da können wir uns hier unten mal umschauen. Hier so ein bisschen in dem Waldgebiet. Ah, ich habe mir gerade nochmal den Sonnenstand angeguckt. Komm, wir gehen mal runter. Jetzt müssen wir zwar den Gleiter wieder mitschleppen, aber so habe ich jetzt von oben gesehen, wo wir anfangen nochmal uns ein bisschen umzuschauen. Aha, hör mal, das passt ja gut. Was ist das denn hier schon wieder? Bein und ein Torso. Gut, wir müssen zwar jetzt die ganze Zeit wieder das Teil mit uns rumschleppen. Oh, ah, guck mal, seht ihr? Die hier unten, auch der kleine Fluss, den habe ich jetzt erst einmal aus der Luft gesehen. Der ist mir von unten nie aufgefallen, weil wir hier nie lang sind. Na, ihr beiden? Das sieht ja schick aus. Moment. So, Verzeihung, da war gerade was. Muss ich mich drum kümmern. So. Zwei Skelette. Das da oben kann aber nicht das Bein und nicht der Torso von den Skeletten sein, denn die sind vollzählig. Die haben beide Beine und halt oben rum ist auch alles da. So, ab der Hüfte aufwärts. Von daher müssen das die Gliedmaßen und der Rumpf von einem anderen sein. Oder zwei. Weiß ich nicht, ob das von einem Körper ist oder von zwei. Na gut, wenn wir uns immer so ein bisschen bei einem Spot aufhalten, dann kann ich ja auch den Gleiter erstmal stehen lassen. Och nein, guck mal, da sind die wieder. Na, ich habe keine Rüstung mehr. Zwei, drei Schläge und ich bin platt. Wir haben zu Hause zwar noch Rüstungsständer voll Rüstung, aber ist mir jetzt auch egal. Bin ja nicht hier zum Kämpfen, sondern zum Forschen. Ah, guck mal. Ist direkt ein Weg. Darf nicht vergessen, wo der Gleiter steht. Vielleicht finden wir ja hier nochmal irgendwo einen. Und ja, ich weiß, dass ich gerade nicht volle Gesundheit habe. Alles in Ordnung. Bevor ich mich irgendwo in den Kampf stürze oder so, dann nehme ich schon was, aber mich stört es gerade nicht, dass die Lebensleiste mal nicht voll ist. Ich habe sie nur gern gefüllt, wenn ich was baue, da kann mehr schief gehen, als wenn ich hier in der freien Wildnis unterwegs bin. Na gut, das führt dann runter zum Strand. Na gut. Eigentlich hatte ich vor, wir gehen erstmal den Fluss entlang. Der ist ja nicht so weit. Da ging ja bloß so gefühlt so ein paar Meter da hoch und dann veräppt der. Oder da oben fängt der an, der endet hier unten. So rum. Nicht, dass da wieder kritisiert wird. So. Das Ding ist ja auch gerade so beim Bauen. Wenn ich da mal Sachen nicht mache, obwohl es möglich wäre. Das sind ja immer nur Optionen. Das heißt ja nicht, dass man es machen muss, nur weil es geht. Manchmal mache ich das ja oder manchmal engt da mein innerer Monk so sehr heraus, dass ich es dann trotzdem mache, aber manchmal halt auch einfach nicht. Und ich denke, dass ich das dann nicht immer, wenn ich mal was nicht mache, dann mal sagen muss, sondern ich mache es dann manchmal einfach nicht oder, na, obwohl ich weiß, dass es geht, aber manchmal mache ich es dann halt einfach nicht. So. Aber wie gesagt, wenn irgendwie sowas ist, gerne die Zeit, wann das im Video ist, mit dazu schreiben, sonst weiß ich nicht. Finde ich es einfach nicht und
denke mir dann, ja, okay, dann ist es halt so, weiß ich jetzt auch nicht. Da drüben haben wir wieder ein paar, so eine Fleischbrühe. Ach, guck mal. Da kommen doch schon die ersten angekrabbelt. Haut bloß ab. Ich lasse ja kein Leben weg da. Oh. Moment, die sind voll? Können wir doch mal das Inventar heute öffnen? Mal gucken, wie viel wir aufbekommen. Das ist auch immer lustig, dass die Gegenstände dann an der nächsten, an dem nächsten Täschchen kleben. Hau bloß ab, du. Oh nein, ernsthaft? Ey, komm. Der hat doch gesessen, oder nicht? Hä? Ach, der schießt viel höher. Okay. Mist. Hier, wenn ich nach oben ziele, dann zielt der viel höher, als mir die Pfeilspitze anzeigt. Sonst kann ich mich immer so ein bisschen nach der Pfeilspitze orientieren. Na gut. Komm mal mit. Heute ist ja immer noch der erste Wintertag. Also morgen dann Tag 2. Und so 5 Tage haben wir Zeit. Na gut, ja, würde gerade so bis zum Wochenende gehen. Da drüben geht halt auch wieder ein Weg weiter, den ich gern gehen würde. Ach, guck mal. Ah, okay. Naja, vielleicht ist hier wieder... Ah ja, doch, hier ist ein Lager. Guck mal, da oben ist so eine Futterstelle oder so eine Trinkstelle. Hm. Verdammt, nimm das Teil mit. Das ist ja manchmal so doof, springt mit dem Ding. Och nö, ich möchte doch nur kurz hier hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. So war es gedacht. Ah ja. Warte mal hier. Oh, die wieder. Alter. Renn da nicht wieder weg. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Komm zurück. Huch. Er kam zurück. Er kam, sah und schlug zu. So. Schwein. Kann ich mir nochmal... unsere Dings hier ist auch fast wieder voll. Ja, und wenn Frühling ist, vielleicht ist dann Kelvin auch fertig mit unserem Garten. Auch noch mal ein bisschen Sprengstoff bauen. Ich sehe gerade, da haben wir wieder genug dabei. Wir haben nur noch 27 Uhren. Oh. Und auch nur noch ein bisschen über 100, also so um die 110 Münzen. Ja, das ist nicht mehr so viel. Gib mir dein Kleid. Danke. Sind das wieder die? Ne, das sind nicht die, die ich mit dem Kreuz irgendwie ärgern kann, ne? Das ist mir auch egal. Dieses verdammte Kreuz. Was das schon mit uns allen angestellt hat. Überlegt mal, wie lange ich das nicht benutzt habe, nur weil ich euch getrollt habe. Über dutzende Folgen hinweg. Habe ich mir gesagt, nö.
kann ich sie auch mal ärgern. Ja, Trugerharz ist voll. Oh Mann. Kelvin macht wirklich weiter, egal wie weit ich weg bin. Nur noch 283, das war vorhin noch knapp bei 300. Ah, hier hängt hier der Rest von dem anderen? Ne, das ist ein anderer. Ich dachte, ich kam noch weg. Also gesehen hat er mich nicht. Gerochen oder gefingert hat er mich. Alter Schwede, sei doch nicht so aggressiv. Sind Sie ein Triebtäter? Oh. Wir haben ein schönes Feuerchen. So eine Feuerstelle hier könnte ich mir auch gut bei uns vorstellen. Vielleicht ohne dekorativen Zusatz an der Spitze. Oh. Achso. Aber an sich nicht schlecht. Da pack den weg. Nicht immer alles anfassen, wenn wir hier irgendwo sind. Hier schwebt gerade eine Feder in der Luft. Ja, Federn haben wir auch nie wieder gebraucht. Was ist denn das jetzt? Wo kam der denn her? Hat er sich hinter meinem Gleiter versteckt? Na du Schwein. Was? Du Sack. Ey, komm. Hat er den gerade nicht getroffen wegen dem Stein hier links? Gib mir doch mein Pfeil. So. Moment. Oh. Oh. Der war gut. Ja, schön. Was ist da denn los? Ist er einfach weggehüpft. Komm mit. Und die Rüstung ist wieder weg. Ach, warte mal, ich habe doch gerade da drüben noch was rausgekitzelt aussehen. Komm mit. So, die kam von hier unten. Das war bestimmt der vorne da unten rumstand. Oder hier oben, der so ein bisschen seinen Weg immer mal geht. Vogel. Da ist noch einer. Da geht der Weg runter. Das ist wahrscheinlich der dann da runter zum Strand führt. Yes. Stark. Ich glaube, damit hätte keiner von uns angerechnet. Ich alter Sniper King. Pfeil, Pfeil. Ja. Gott, Mensch.
Also, es gibt Gegner, da kriege ich die Pfeile gefühlt ein bisschen schwieriger raus. Jetzt, okay. Ah, hier ist der andere. Glück gehabt. Ich habe sogar meinen dritten wieder bekommen, den ich verschossen hatte. Guck mal, 265 Stücke nur noch. Kelvin kommt gut voran. So, und das hatten wir vorhin von da unten gesehen. Hier ist soweit auch erstmal nichts weiter. Er wird auch bald dunkel, also vielleicht haben wir noch so 5 Minuten, dann müssen wir schlafen gehen. Respekt. Wieso kann ich keine Rolle? Sniper. Ging weit daneben. Das lag aber am Bogen, da war jetzt auch Wind und so und da hat er dann ein bisschen verzogen. Hast du gesehen, was ich mit deinem Kumpel gemacht habe? Hau lieber ab. Hau bloß ab. Da hockt er. Wie Gollum. Ach, ach. Hier oben ist noch ein anderer Bereich von dem Lager. Ach so. Ach ne, das ist der. Ach, ich bin blöd. Von hier sind wir gerade gekommen. Ja, okay. So, da wo der Fluss dann letztendlich entsprang, waren wir ja. Aber hier waren wir wirklich noch nie. War eine gute Eingebung, die ich neulich hatte, dass wir hier mal in der Ecke uns umschauen können. Muss aber zugeben, hier sieht es auch recht kahl aus. Ne? Obwohl hier Bäume stehen, ist hier. Ja, die Tannen sind natürlich voll. Okay, da haben sie dran gedacht, dass die im Winter nicht ihre Nadeln verlieren. Das funktioniert. Geh noch mal weiter hoch. Ich möchte erstmal hier hoch auf den kleinen Hügel. Vielleicht kommt ja hier noch mal was. Die Ruhe, das ist echt ein schöner Weg gerade zum Wandern. Die Sonne scheint noch so durch. Überall liegt Schnee. Bin gespannt, wo er uns hinführt. Bestimmt ins nächste Lager und die Wege, das sind so die Handelsrouten, die die Eingeborenen und Mutanten hier so untereinander haben. Vielleicht kommen wir auch irgendwann nach Rom, wenn da eh jeder Weg hinführt. Mal gucken, vielleicht kommen wir da irgendwo raus. Ach, hier vorne ist wieder was. Ach doch, hier waren wir schon. Hier unten sind ein Haufen Kisten noch drin. Doch, ich erinnere mich, hier sind wir schon mal gewesen, das kennen wir. Oh ja, Münzen. Blub, blub, blub. Bau dir Knochenrüstung. Nee, ich krieg keinen Bock. Machen wir mal wieder in der Basis hin, das stimmt. Oh ja, Münzen. Fantastisch. Und Uhren. Und noch mehr Münzen. Okay. Da weiß ich jetzt auch, wo das hier ist. Also, ne, in meinem Kopf kann ich mir das jetzt so ein bisschen zusammenspinnen. Dass ich weiß, dass wir da unten bei der Strandhöhle den kleinen Fluss aufwärts folgen. Guck mal, der kippt tatsächlich nach vorn, wenn ich da den
den Gewichts- oder den Mittelpunkt da überschritten habe. Okay, gleich passiert wieder irgendwas. So. Dann geht's da zum Meer. Und von da hinten irgendwo, entweder aus der Richtung oder aus der Richtung. Ich glaube, aus der Richtung da hinten sind wir mal gekommen. Ah, ich überlege die ganze Zeit, wann wir schlafen. Vielleicht könnten wir das einfach schon mal machen. Aber ich denke, ihr seht noch genug. Also es ist schon noch hell genug, denke ich. Ist ja auch noch Tag oder Abend. Ah, auch mal wieder entspannt. Einfach mal eine Runde wandern, gucken, ob man irgendwas findet. Nicht die ganzen Baufolgen. Hier kann ich immerhin keine halben falsch setzen. Ja, hat ja auch was für sich, ne? Für euch, für mich. Beide ist eine Win-Win-Situation, wenn ich nicht zu Hause bin. und für Calvin. Na gut, doch, Calvin, der macht nebenbei was. Und Virginia, wollte ich sagen, auch. Wir sind schon echt ein gut eingespieltes Trio. Ja, also ich würde gerne am Wochenende den nächsten Stream machen. Dann wieder ein bisschen bauen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Vielleicht diesmal nur 200 Bäume fällen. Ach, seht ihr, diese Mauer müssen wir noch fertig bauen. Jetzt haben wir ja die Zipline-Plattform, haben wir ja dekonstruiert. Abgebaut, umgemorpht. Und den Garten haben wir soweit. Da sollte Calvin, vielleicht wird er nächste Folge schon fertig werden. Und das Haupthaus, also das Haupthaus, das Seehaus ist auch soweit erledigt. Aha, da höre ich doch wieder Musik. Ob wir hier mal gewesen sind, keine Ahnung. Ich habe übrigens noch keinen Copyright-Claim bekommen, deswegen wegen der Musik, die hier immer mal zu hören ist. Ich denke, das ist auch nichts, was irgendwie sowas auslesen würde. Hier ist wieder so ein... Wir sind wieder zwei. Ihr habt mir auch mal geschrieben, als ich mal in der einen Folge hatten wir mal irgendwie drei gefunden, dass einer von euch an einem Lager mal sechs gefunden hat. Sechs Einräder auf einmal. Könnten wir jetzt mitnehmen, aber das Ding ist mir relativ egal eigentlich. Granaten? Nee. Na komm, den pfeife ich mir mal rein. Aber wir könnten hier schlafen. Was ist denn das da hinten? Aha. Das ist nicht nur irgendeine Wodkaflasche. Das ist die Wodkaflasche. Hier kommt gerade hier, wenn ich hier mich hier verstecke, dann kommt dieses Versteckensymbol. Hinter diesem kleinen Ast. Erinnert mich ein bisschen an Schuh des Manitou, wo sie Winnetouch zeigen, wie er sich versteckt und er so einen kleinen Ast vors Gesicht hält. So kommt mir das gerade vor. Nicht versteckt, doch, oder? Hier auch, da ist auch wieder was. Nicht versteckt. Komplett unsichtbar für alles. Nicht versteckt. Keiner sieht mich. Was für eine schöne, schwebende. Ich glaube, sie hat die Gravitation außer Kraft gesetzt. Zack, meine. Wäre lustig, wenn man die Eimer auch mitnehmen könnte, so wie alles andere auch, was hier ziemlich cool aussieht. Und vielleicht arbeiten sie daran, die drei Wochen brauchen so lange. Und man den Gegnern über den Kopf setzen könnte, wie bei Skyrim. Da klappt das ja auch hervorragend. Ja, habt ihr gedacht, ich sehe es nicht. Ein bisschen trollen muss ich euch auch immer mal. Das dürft ihr mir nicht verübeln. Achso, die Dinger sind voll. Hier, ich deck dich zu. Ich wollte ihn nur ein bisschen zudecken.
Der kriegt doch Sonnenbrand, wenn er da noch länger liegt. Geht doch nicht. Wir wollten mal probieren, wie viele von diesen Planen wir aneinander rein können. 5 haben wir noch mit. Waren das hier drüben Plan oder waren das... Ja, okay, cool. Hä? Ich habe doch gerade eine da hingelegt. Na gut. Ach nee, das war die, die ich aufgehoben hatte. Alles klar. Ja, also... Du wirst oben rum musst du dich noch eincremen. Kopf und Oberarme. Der Rest kriegst du keinen Sonnenbrand mehr. Okay? Na, ich meine, er hätte was gesagt. Okay. So, wir gehen auch mal schlafen. Das passt gerade, da können wir das Zelt gleich nehmen. Nicht etwa das, was ich gerade da hingestellt habe. Oh, hatten wir die Trinkflasche aufgefüllt? Miau. Das Katzenfutter wird nicht weniger. Ich bin der Meinung, ich hätte mal 3 geöffnet, von denen wir jetzt aber schon seit dem 5., 6. Mal von zehren. Also ich weiß nicht, gefühlt wird das nicht weniger, obwohl ich da schon zigmal von gegessen habe. Man kann ja 3 offene mit sich rumschleppen. Können wir eigentlich gleich nochmal machen. Dass wir auch da wieder ein paar volle Dosen mitnehmen können, falls wir welche finden. Ah, hier diese ollen Signalfackeln da oben. Oder hier diese Leuchtfackeln. Können wir auch mal wieder lagern. Da haben wir schon... Ach, ist auch egal, auch wenn ich sie eigentlich nicht mehr mitnehmen brauche. Ich nehme die Dinger so gut wie kaum. Was denn da jetzt das Wasser her durch das... Oder hatte der gerade noch? Nee, nur Nahrung war alle, nur Wasser ging noch. Hier ist auch noch ein Eimer, falls du dich übergeben musst. So. Da. Er steht jetzt zwar verkehrt rum, aber mach ruhig. Ist ja noch besser. Jetzt kriegst du auch oben rum. Kriegst du jetzt keinen Sonnenbrand mehr. So, wir haben, na doch, oder, trinken haben wir noch mit. Wir können mal so eine Soda-Dose trinken. Ach, kommt noch eine. Rein in den Kopf. Käffchen würde ich mir im Spiel gerne zusammenbrauen. Das wäre was. Aber leider gibt es dafür so überhaupt nichts. So, hier habe ich ja gedacht, Moment. Aber hier... Nee, kommen wir nicht durch. Ist nichts an der kleinen Felswand. Ah, den lassen wir da jetzt so. Und da ist dann schon wieder der Strand. Ist da unten noch was? Ach so. Ah. Der gehört dann zu den beiden Kajak dazu. Sind das die Kajak, wo wir das Fernglas gefunden hatten? Ich glaube schon. Oh ja, C4. Ja, doch irgendwie hier lag das Fernglas drauf oder so. Hier sieht's aus. Okay, das Obst, Kissen. Oh, ein Kissen. Ey, alleine das Kissen für unser scheiß Holzbett, auf dem wir seit 6 Jahren oder so mittlerweile im Spiel schlafen. Das ist unfassbar, dass wir immer noch nur diese verdammten Holzbetten haben. Teller, mein Gott, der ganze Müll muss ja nicht sein. Oh ja, die Uhr nehme ich mit. Danke. Braucht er ja nicht mehr. Da hat er keine Augen mehr zum Ablesen. Deswegen nehmen wir uns die mit. Da sind die hier angelandet. Mit ihrem Kajak. Von wo auch immer. Kann man vielleicht an einer Stelle, wenn man sich so ganz am Rand der Insel befindet oder wenn man mit dem, von ganz oben mit dem Gleiter
irgendwo Richtung Meer fliegt, vielleicht nochmal was sehen? Also nicht hinkommen, aber irgendwo eine Landmasse? Boah, ich würde so gern das Kissen mitnehmen, ey. Oder einfach die ganze... Ach, hier ist wieder so eine Qualle. Haben wir auch schon mal gesehen. Gibt es die auch lebend? Ich habe die nur tot gesehen ein paar Mal. Na gut, Schildkrötenpaarungszeit ist, glaube ich, nicht. Oder Brutzeit. Ich bin da gerne als freiwilliger Entbinder dabei. Hebamme. Aber nur bei Schildkröten. Bei Eichhörnchen kann ich es nicht. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Die legen keine Eier. So. Können wir da oben auf den Hügel hochgehen? Wir sind von da hinten gekommen. Genau, sind dann hier runter. Hier oben ist der... Ist der Mensch, der sich bräunt. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der eher am Tag da lag, um sich zu sonnen. Oder in der Nacht, um sich zu monden. Eins von beiden, vielleicht auch beides. Am Tag ein bisschen braun werden. Nachts direkt wieder ein bisschen heller werden. Ah, schön, wie die Möwen hier die ganze Zeit ihre Lieder singen. Weiß ich nicht. 201 Stöcke braucht er noch. Der kommt gut voran, ey. Mehr als ich gedacht hätte. Der hat jetzt schon weit über 100 Stöcke geholt und gebaut. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass das über so weite Entfernung funktioniert. Ich weiß nicht, ich denke immer, auch in anderen Spielen, dass man, wenn man auf einem Berg irgendwo oben ist, oder hier in dem Fall auf einem Hügel, ist ja noch kein Berg, dass es da irgendwas gibt. Boah, da kommt er wieder nicht durch, weil das Hinterteil vom Gleiter ist ein bisschen breiter. Da dürfen die Bäume nicht so eng stehen, sonst komme ich da nicht durch. So. Tja, jetzt ist nicht mehr so lang hin, ne? Also Folge 100 ist nicht mehr so weit weg als vor, naja, 30, 35, 40 Folgen, als ich meinte, ja, Folge 100 mal, machen wir einen Livestream, dann gucken wir uns den Rest an, was wir noch nicht gefunden haben. Sehe ich aktuell noch nicht kommen, also Livestream bei Folge 100 gern, müssen halt mal gucken, auf welchen Tag das fällt. Gut, das kann ich ja dann ausrechnen, hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht ist es zufällig an einem Wochenende. Wäre natürlich optimal. Oh, das könnte auch... Ah nee, 3 Wochen. Das ist die Woche nach Pfingsten dann. Wäre super, wenn das so in das Wochenende gefallen wäre. Hätte ich nochmal Zeit gehabt. Ja, mal schauen. Vielleicht fällt es auf ein Wochenende. Muss ich nachher mal, wenn ich dran denke, mal durchrechnen. Oder ich kann jetzt nebenbei eigentlich mal schauen. Warte mal, das mache ich mal. Ich guck mal, ich habe doch hier... Bevor ich das wieder vergesse und die nächsten 17 Folgen nicht mehr anspreche und dann kurz vor knapp mir einfällt, ach so, morgen ist ja Folge 100, toll. Das geht ganz schnell bei mir. So, warte mal. Kalender. Hat nicht jedes Scheiß-Handy eine Kalender-App? Ich nutze sowas nie. Kalender, nee. Echt kein Kalender. Das gibt's nicht. Mein Telefon hat keine Kalender-App. Mann, ich wollte jetzt... Moment. Doch, hat einen Kalender. Ich hab's, das mit dem Kalendersymbol. Ich hab's einfach nicht gesehen. Und dabei habe ich nur... Das sind nur die alle Standard-Apps drauf installiert, weil ich da nicht so viel mitmache.
ist vielleicht aufgefallen. So, hier hinten sind wieder die Gräber. Habe ich mit einem Auge habe ich nach oben geschielt, mit dem anderen nach unten. Das sieht ganz komisch aus, wenn man das sehen würde. So, wir gucken mal. Heute Mittwoch, der dritte, Folge 82. So, 7 Folgen drauf, wäre der 10. Mai, wäre Folge 89. Der 17. Mai, 7 Folgen drauf, wäre Folge 96. 97, 98, 99, doch 100. Folge 100 wäre der 21. Mai. Das ist ein Sonntag. Das ist dann tatsächlich noch das Pfingstwochenende. Aber Sonntag, Samstag oder so wäre cooler. Vielleicht machen wir es einfach so, da trickse ich mich selber und YouTube und alles andere auch aus, indem ich vorher irgendwann an einem Tag, an einem anderen Wochenende einfach nochmal 2 Folgen bringe, Mittag und abends. Und dann haben wir die Folge 100 nochmal einen Tag vorgezogen. Das wäre dann den Samstag. Das wäre, denke ich, besser, oder? Und an dem, das wäre dann der 20., glaube ich. Ja, doch. Und da dann einen schönen Stream machen. Ja, aber wahrscheinlich dann eher nicht mit, ihr könnt mir den Rest sagen, den ich jetzt noch nicht gefunden habe, weil, ja, nö. Bis dann ist ja auch schon der neue Patch raus. Der kommt ja dann nächste Woche, nicht morgen am Donnerstag, sondern die Woche drauf sollte der dann kommen, Donnerstag. Und je nachdem, Freitag, Samstag, haben wir dann die ersten Folgen oder auch schon Stream mit dem neuen Inhalt. Pass auf, nachher haben sie die 3 Wochen nur gebraucht, um irgendwie. Wir haben ein neues Tier hinzugefügt. Dafür haben wir 3 Wochen gebraucht. Und es ist auch leider nur ein Flugtier, was man so nicht weiter benötigt, sondern irgendwie nur in der Luft rumkreist. Nee, die werden sich schon was Schönes ausdenken. Oder die nehmen davon einfach mal auch, haben jetzt auch mal frei oder mal Urlaub oder so, muss ja auch mal sein, ne? Das ist ja. Ich stelle mir das schon sehr stressig vor, was die da alle so machen. Ja, also das wäre jetzt so mein Plan, dass wir das so zurecht deichseln, dass wir an einem Samstag mal Folge 100 machen. Und da machen wir einen schönen langen Folge 100 Stream. Bisschen bauen, vielleicht erkunden. Vielleicht erlaube ich euch eine Sache mir nicht zu nennen, wo ich das im Speziellen finde. Aber dass ihr sagt, okay, da warst du schon mal in der Nähe, guck dich da nochmal um, da geht es nochmal irgendwie weiter. Wir hatten ja auf der anderen Seite der Insel, hatten wir den einen Bunker hinter Ausgang gefunden. Der Fake-Bunker, in Anführungsstrichen, der ja keiner ist. Und der hat ja irgendwo auch einen Eingang. Aber es kann natürlich auch wieder sein, dass ich dafür die Keycard nicht habe. 3 Stück gibt es insgesamt. Habt ihr mir jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben. Dachte ich mir ja schon fast, eine haben wir. Aber wo die anderen beiden sind, keine Ahnung. Aber vielleicht machen wir das so, dass wir dann irgendwie auch da haben uns mal eine Sache mal zusammen angucken, wo wir dann grob sagen könnt, ja, da guck dich ruhig nochmal um und dann suche ich da nochmal und dann finden wir vielleicht auch was im Livestream. Mal schauen, was bis dahin ist. Was ist da los? Oh, aus welcher Anstalt kam der gekrochen? Dann bleib halt kurz hier. Tarn dich. Genau, ich mach das auch. Können wir uns. Da nehmen wir das Überraschungsmoment mit. Vorsichtig. Überraschend, oder? Weil sehen können die einen doch nicht. Die haben doch augentechnisch. Jetzt. Na toll. Wie kriegen dich gedreht? So rum. Jetzt liegst du wieder im Busch. Moment. Ich wollte doch mal. Oh Mann. Doch Gott, es tut mir echt leid. Ich will doch nur mal gucken. Nicht im Gegensatz zu dir. Entschuldigung.
Jetzt sind die Augen genau im Schnee. Na dann halt nicht. Gleiter? Ach hier. Oh, ich habe das gerade nur kurz blinken sehen, diese Streben. Huh. Oh, da ist der nächste. Das ist wieder einer mit Rüstung. Haben die hier wieder irgendwo ein Lager? Oh. Da ist Seil. Hier ist ein Weg. Der kommt unten vom Strand hoch. Oh. Von da, oder? Ach nee, das endet hier einfach. Okay. Ich glaube, wir müssen wirklich als erstes dann mal, wenn der Winter vorbei ist, die Mauer zu Ende bauen. Oh. Wobei das Aufschichten geht dann schon recht schnell eigentlich. Aber, also die Wände zu machen, ne, der Mauer. Da müssen wir mal gucken, wie wir das auf der anderen Seite des Flusses dann später mal weiterbauen. So ein herrlicher Blick auf den Berg. Ist das das Lager von vorhin? Ja. Da ist der Typ da rechts von dem noch so ein Arm oder ein Bein. Ach so. Ja. Aha. Ah, sehr gut. Das ist wieder der Fluss. Da haben wir begonnen. Okay, cool. Da sind wir einmal so ein bisschen im Kreis gelaufen. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Weil dann weiß ich, dass wir zumindest so eine kleine Region doch schon gut abgeschritten sind. Hier auch so ein Thron, ne? Auch das wäre geil. So ein Ding einfach mal nach Hause schleppen. Sind das hier oben diese Finger von dem? Ne, das sind die Äste hier hinten. Okay. Das ist der Hintern, wo man drauf sitzt von jemandem. Okay. Oha. So, okay. Dann gehen wir mal hier drüben noch weiter. Ach ja, die Abstimmung, das wollte ich letzte Folge schon erzählen, habe es aber dann irgendwie wieder verpeilt. Von der Folgenlänge, die ist ja mittlerweile, die ist jetzt eine Woche draußen gewesen und habe ich jetzt für mich so beendet. Die ist zwar noch zu sehen, aber es, ja, wird sich da nichts mehr ändern. Bleibt alles so, wie es ist. Haben tatsächlich auch da nochmal vielen Dank an alle. Über 550 Leute, 556 oder so waren es zum Zeitpunkt, als ich es mir vorgestern angeschaut hatte. Haben da abgestimmt und 59% haben für 50 bis 60 Minuten, was eigentlich so um die Stunde halt, ne, stehen sollte, gewählt. Und einige schrieben auch drunter, wo ist eigentlich die Abstimmung für 60 Minuten plus? Ihr wisst, alles über 60 Minuten ist Bonus. Überlegt mal, vor 10, 11 Jahren, 12 Jahren, die ersten Let's Plays, gerade... es ist so das, was mir als erstes damit einfällt, ist das Minecraft Let's Play von Gronkh, wo
wo er dann nur 10 Minuten Folgen gemacht hat jeden Tag. Nur 10 Minuten. Ich muss da nochmal reinschauen, was der da in den 10 Minuten, da kann sie ja nichts machen bei Minecraft. Also du kannst schon was machen, aber da hat er damals auch immer gesagt, 10 Minuten, alles was mehr ist Bonus. Ich weiß nicht, wie viel oh, guck mal hier. Oh, ne. Der hängt hier hinten wieder. Ja, komm, pack das Teil jetzt hier kurz hin. Sehr gut. Sehr gut, 9 mm, wunderbar. Oh. Ciao. Mist. Das Problem ist, ich kann die nicht wegrennen lassen, wenn ich die mit einem Pfeil versorgt habe, weil ich ja den Pfeil brauche. Habe ich den Pfeil jetzt schon mitgenommen? Warte mal. Oh. Ja, kann sein. Ach so. Nee. Kann man die auch woanders platzieren oder das geht nur auf Dachschrägen? Okay. Das Geräusch ist komisch. So. Ah, guck mal. Oh. Yes, 7, 9 mm. Wie viel haben wir denn da mittlerweile wieder? 39. Hallo. Da können wir auch die immer mal wieder einsetzen. Kann ich schon mal nachladen? Dann kann die auch mal wieder zum Einsatz kommen. So, jetzt das Ding. Bei nur einem Vermessungsgerät haben wir, glaube ich, noch nie was gefunden. Das waren immer zwei, die sich gegenüberstanden, wo dann so eine Luke gewesen ist. Aber bei den einen... Weiß halt nicht, ob in der Richtung dann da was ist, da hinten irgendwo. Weil aus der Richtung kommen wir ja. Führt mich das jetzt nur zu dem Lager? Ist das vielleicht ein Hinweis für mich, dass da hinten ein Lager der Eingeborenen ist? Weil das wäre, das ist gerade das erste Mal der Gedanke, den ich in Verbindung mit den Vermessungsgeräten und den Lagern der Gegner habe. Wäre das eine Möglichkeit? Also eins alleine, den bin ich schon ein paar Mal gefolgt an ganz verschiedenen Stellen. Aber da kam nie was raus. So, wenn ich so ganz langsam mache, könnte ich es bis nach Hause wackeln. Geht wahrscheinlich auch mit so einer Liege. Bloß, die sind dann wahrscheinlich auch nach dem Neuladen sind die dann wieder weg. Ach geil. Guck mal, da haben wir nochmal ein kleines Camp hier gefunden. Fantastisch. Oh Mann, diese... Gleiter. Das hatte ich? Ja. Hier sind auch so viele Fliegen. Warum? Liegt hier irgendwo noch einer rum? Was ist das hier? Hä? Was ist denn das? Alter. Ja gut, kann sein, dass da einer drunter liegt. Huch, huch, okay. Ja. Ich hinterfrag das nicht mehr. Passiert. Ja, da irgendwie stand ich wahrscheinlich zu nah an einem Baum und als er den Gleiter angelegt hat, das könnte ich mal probieren, warte mal. Oh, ich test gerade die Leine. Au, bist du bekloppt? Wow. Okay, stark. Als ich nichts gesehen habe, habe ich ihn direkt getroffen. Gehen wir doch nicht auf. So. Jetzt ist da noch einer. Jetzt lasst mich in Ruhe. Mann. Ich wollte noch mal was testen. Ob das noch mal funktioniert, wenn ich das mit Absicht mache. Wenn ich den mal
hier so hinstelle, an den Baum, mich an den Baum stelle. Ja, okay, den zieht's so ein bisschen nach oben. Ich müsste mich wahrscheinlich. Mann! Ach, verpiss dich, du blöder. Ah, du böser. Scheiß drauf. Mann, echt jetzt, ey. Warte, wir machen das so. Ja, den schiebt so ein bisschen nach oben, ne? Der sucht sich dann Platz mit dem Gleiter, weil wenn ich den anlege, dann würde der durch den Baum durchgehen, aber die haben eine Kollision, wie man ja häufig merken. Und dann schiebt er den kurz weg. Ey, ich habe gerade einen richtigen Hass auf euch. Erstmal ein Pfeil. Nüscht mit wegkriechen, wenn du winselst und jammerst. Hau bloß ab, du. Darf doch nicht wahr sein. Wer ist das denn noch? Ach so, Bambi. Okay, gut, das. Mach weiter. Alles gut. Der kommt heute pfeilfrei nach Hause. Habe ich schon mal ein Reh erlegt? Ich glaube, ich habe einmal zum Testen jedes Tier erlegt, ob die Felle geben. Und aus Versehen bin ich auch mal über eine Schildkröte. Das war aber wirklich, das war aber keine Absicht, als wir da den Schildkrötenpanzer mal mitgenommen haben. Der kam aus Versehen, ist der irgendwie in die Tasche gewandert und da bin ich ganz unglücklich, bin ich mal gestolpert und auf so eine Schildkröte drauf. Ganz tragisches, ekliges Ereignis für uns alle. Aber sonst, alle anderen hatte ich mal probiert, ne? So, hier finde ich es schön. Hier ist ein schöner Stein. Und hier baue ich mir mal ein kurzes Lager, um einfach mal abzuspeichern. Denn hier machen wir beim nächsten Mal weiter. So, hoch damit. Zack. So, dann erkunden wir nächste Folge nochmal ein bisschen. Und vielleicht können wir dann nach Hause oder auch nicht mal schauen. Da lassen wir uns einfach vom Spiel treiben. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen wieder. Und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.